Precision Turbo Gen 1 und Gen 2. Was ist eigentlich der Unterschied? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Und zwar bieten wir ja schon seit längerer Zeit Precision Turbolader an. Und einige Anfragen kamen, ja, ich finde da welche, da steht Gen 1 und bei den anderen steht Gen 2 und bei anderen MFS und ja, dann wieder gar nichts. Ich will jetzt erstmal auf dieses Gen 1, Gen 2, MFS und so weiter eingehen. Ihr müsst euch vorstellen, das Gen steht für Generation, logischerweise, also Generation 2, das ist hier ein Gen 2, das ist Generation 1 und davor gab es das CAE oder beziehungsweise MFS. Im Prinzip beinhalten alle das Gleiche, dass sie ein gefrästes Verdichterrad haben, wobei bei Gen 1 und Gen 2 zusätzlich das Abgasrad optimiert wurde. Ich habe jetzt mal hier einen schönen Vergleich, das ist jeweils ein 5862, also das ist hier der Gen 2, kugelgelagert, und das ist der Gen 1, gleitgelagert. Was ist denn jetzt optisch der erste Unterschied, wenn man sich den Lader jetzt genau anschaut? Nehmen wir mal den Gen 1. Wenn ihr jetzt mal die Anzahl der Schaufeln zählt, ja, dann seht ihr, dass das hier 6 sind. Ansonsten ist der Lader, zeige euch das, den lege ich jetzt extra mal so hin, dass man den von oben auch sieht. Schaut mal hier an sich, die sehen jetzt hier von der Seite gar nicht unterschiedlich aus. Das ist auch richtig. Natürlich, der hat eine Kugellagerung, der hat eine Gleitlagerung, aber schaut euch mal hier die Anzahl der Schaufeln an. Das sind hier 7, also eine mehr. Das ist Gen 2. Da sind wir nämlich auch beim Hauptpunkt. Was ist der Unterschied? Die Gen 1, ich sag mal, die kam eigentlich nur mit Gleitlagerung. Diese Kugellagerung kam erst in den letzten Zügen, wo dann auch die Gen 2 schon rauskam. Das ist der allererste Unterschied. Ihr werdet also relativ wenig Gen 1 mit Kugellagerung finden. Natürlich die populärsten Modelle, kein Problem. Und der Hauptunterschied ist im Prinzip, dass Gen 2 ein effizienteres Verdichterrad hat. Dann ist die Lagerung anders, die ist verstärkt, also auch der Wellenschaft ist anders. Dadurch kann dieser Lader oder Gen 2, nennt sich auch extra von Precision für More High Boost, also für mehr Ladedruck ausgelegt als jetzt Gen 1. Das Ganze ist also, ich sage jetzt nicht stabiler, aber wenn ihr halt doch relativ hohe Ladedrücke fahren wollt, und bei Precision können das mal ganz und gerne 3-4 Bar Ladedruck sein, wie wir von einigen unserer Kunden wissen, dann würden wir immer zu einem Gen 2 raten. Was ist der Vorteil bei Gen 1? In dem Fall hier gerade mit der Gleitlagerung ist es sehr kostengünstig. Das Ding macht halt ohne Probleme 640 PS, der macht 700 PS. Seht ihr auch den Unterschied? Beide sind an sich von den Größen vom Abgasrad, also von dem Umfang hier gleich, aber eben dadurch, dass das Verdichterrad und hier die Lagerung etwas anders aufgebaut ist, kann das Ding eben mehr Leistung und auch der, ich sag mal, der Übergang beim Schaltvorgang, der Ladedruckaufbau, der ist bei denen auch etwas optimierter. Aber das sind eigentlich so die Hauptunterschiede zwischen Gen 1 und Gen 2. MFS ist sozusagen so der Vorreiter von Gen 1. Das heißt, das waren damals noch die gleitgelagerten Lader mit gefrästen Rädern, teilweise ohne Highflow-Gehäuse, teilweise mit. Und ja, sozusagen schon ein bisschen oldschool. Aber man muss sagen, Precision waren somit die ersten, die gefräste Räder überhaupt rausgebracht haben bei Performance-Ladern. Also Garrett oder wie auch Borgwana kamen erst später. Und bei Precision ist auch eben der große Vorteil der Kostenfaktor. Die sind halt einfach, dadurch, dass sie nicht wassergekühlt sind, sind die Lagergehäuse günstiger im Gussverfahren herzustellen. Und ich sag mal, die haben so eine Modulbauweise. Also die Backplates zum Beispiel, wenn ihr die hier anschaut, die sind alle immer einheitlich. Auch das Gehäuse an sich hier selbst ist einheitlich, also das Verdichtergehäuse spart natürlich Kosten. Und dadurch sind die Lader natürlich auch günstiger als jetzt ein vergleichbarer Garrett oder ein vergleichbarer Borgwana EFR. Aber man hat eben auch keine Wasserkühlung und man hat jetzt auch bei der Modellreihe hier noch keinen Anschluss für einen Drehzahlsensor. Wie man zum Beispiel bei der Garrett G-Serie hätte oder GTX Gen 2 oder eben Borgwana EFR Standard oder Borgwana R-Werks SXE. Da habe ich es ja auch. Muss halt jeder für sich selbst wissen, was er für Einsatzzwecke hat. Aber ich wollte euch einfach mal einen kurzen Überblick geben, was denn der Unterschied zwischen Gen 1 und Gen 2 eigentlich ist. Wenn ihr dazu trotzdem noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare
oder kontaktiert unseren Technik-Support. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich wie immer lasst bitte einen Daumen hoch da und aktiviert den Abo-Button, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, und die Glocke, weil dann werdet ihr immer rechtzeitig über die neuesten Videos von uns informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.